Eisenbahnschwellen aus Beton, soweit das Auge reicht. Die Gleitschlitten rollen bei Tag und Nacht. Gleisarbeiten an der Mittelrheinstrecke. Ein stressiger Job. Dabei müssen sie nur selten selbst Hand anlegen. Ein sogenannter Umbauzug erledigt das meiste. Hightech pur. Schwellen und Schienen werden vollautomatisch verlegt. Wir sind bei Bacharach am Mittelrhein. Der gesamte Streckenabschnitt von Bingen bis Koblenz soll bis Ende November saniert sein. Es ist an einem Dienstag gegen Mittag. An diesem Tag wird der Umbauzug erwartet. Die Vorbereitungsarbeiten sind in vollem Gange. Doch was wir da zunächst sehen, ist ein mühseliges Geschäft. Jede Schraube muss einzeln herausgedreht werden. Der Teufel steckt im Detail. Wie viele Schrauben haben Sie heute schon losgemacht? Keine Ahnung. Paar tausend. Paar tausend? Ja. Wie viele machen Sie insgesamt los? Was schätzen Sie? Keine Ahnung. Ich mache ja nicht nur die Arbeit. 12.000 Schrauben müssen die lösen. Insgesamt, ja? Insgesamt, 12.000. Ja, sind alle 60 cm haben Sie eine Schwelle und pro Schwelle sind immer 4 Schrauben. Okay. Ja? Also 3.000 Holzschwellen müssen raus. Das Braune sind die neuen Schienen, ja? Das sind die neuen Schienen. Und warum werden die ausgetauscht? Weil die Licken sind noch top aus eigentlich. Weil die Schienen nur eine bestimmte Liegedauer haben. Und diese Liegedauer ist erschöpft. Man sieht es auch hier deutlich an diesem Fischgrätenmuster hier. Diese Schäden, das sind Haarrisse, die gehen ins Schieneninnere Profil. Manchmal 2, 3, 4 cm. Macht das was? Ja, Schienenbrüche gibt das. Können die kaputt gehen dann? Ja, logisch. Dabei liegen die Schienen hier erst seit kurzer Zeit. An diesem Abschnitt seit 3 Jahren. Man glaubt es kaum. Der Sicherungsposten erklärt das Problem. In einem geraden Gleis hält so eine Schiene 15 Jahre. In einem Bogen, zum Beispiel wie hier, hält sie vielleicht 1,5 Jahre oder 2 Jahre. Nicht länger? Nein, nicht länger. Die dynamische Belastung ist ja im Bogen anders. Es ist kurz nach 14 Uhr, als der Umbauzug mit leichter Verspätung auf dem Bahnhof von Bacharach einrollt. Ein Arbeitsgerät von rund 300 Meter Länge. Es kommt aus Brandenburg, wo die Strecke Hamburg-Berlin erneuert wird. Sofort wird dahinter das rechte Gleis bis Bingen gesichert. Ab hier darf kein Zug mehr rollen. Doch irgendetwas scheint zu fehlen. Ein Mitglied der Bauleitung sieht nach. Das hier ist jetzt der Punkt, wo dieser Wagen mit den Schwellen hinkommen soll, ja? Ja, genau. Im Vorlauf des Umbauzuges werden hier die Schwellenwagen vorgeschoben. Warum ist er noch nicht da? Das hat betriebliche Gründe. Das müssten wir genau bei der Bahn nachfragen. Ich glaube, momentan hängen sie mit ungefähr 15 Minuten Verspätung noch in Bingen. Inzwischen hat es zu regnen begonnen. Es soll nasskalt werden. Schlechte Bedingungen für die Bauarbeiten. 15.15 Uhr. Jetzt erst machen sich die Gleisarbeiter auf den Weg. Der Zug soll gleich kommen. Was denken Sie, wie lange werden Sie heute arbeiten müssen? Geplant ist bis 3 Uhr. Ich denke mal, 3, 4 Uhr wird auch. 4 Uhr, ja. Noch eine Stunde später, nach 2 Stunden endlich, ist es dann soweit. Güterwaggons mit den 3000 Betonschwellen rollen an. Endlich ist der Zug komplett. Den Arbeitern geht es ähnlich wie vielen Fahrgästen. Erster Schritt, die Befestigungsdrähte der Schwellen sind zu lösen. Die Waggons werden über Schienen miteinander verbunden. Hierüber wird später ein Gleitschlitten rollen. München, herkommen, bis zur Weiche 12. Ja, bis zur Weiche 12, kommen. Ohne Achtungszeichen nicht vergessen. Jawohl. 16.30 Uhr. Mit 2,5 Stunden Verspätung rollt der Zug los. Jetzt erst beginnt der eigentliche Streckenumbau.
Die Gleisarbeiter haben sich schon in Position gebracht. Jetzt rollt Hightech über die Strecke. Der Umbauzug mit 3000 Betonschwellen, insgesamt mehr als 600 Meter lang. Arbeiter verlegen Kabel entlang der Baustrecke. Die Oberleitungen sind abgeklemmt. Über eine eigene Stromversorgung wird die Baustelle später erleuchtet. Um 16.45 Uhr legt das Ungetüm los. Die alte und die neue Schiene werden zunächst übereinander gelegt. Ein mechanischer Kehrer fegt den Schotter zur Seite. Eine Krake gräbt die Holzschwellen aus. Über ein Förderband rollen die neuen Schwellen heran. Alles geht plötzlich ganz schnell. Nur der Anfang, der ist wie immer schwer. Die Übergangsstellen müssen genau vermessen werden. Stimmt was nicht? Oder? Doch. Nee, doch. Wir müssen nur die Schiene einfädeln. Das ist Millimeterarbeit, ja? Ja, wird auf Millimeter gemacht. Moment, warte mal. Jetzt werden die neuen Schienen nach innen, die alten nach außen gezogen, angepasst. Jetzt geht es vollautomatisch. Während der vordere Teil des Zuges noch über die alten Schienen rollt, fährt der hintere bereits auf den neuen. Der Arbeitsbereich schwebt darüber hinweg. Der Zug läuft jetzt wie das Hauptprogramm einer Waschmaschine. 250 Meter schafft der Koloss in nur einer Stunde. 1.700 sind an diesem Tag zu bewältigen, eine scheinbare Kleinigkeit. Die Maschine misst jetzt die genauen Abstände. Zur selben Zeit auf dem Koblenzer Hauptbahnhof. Die Fahrgäste werden seit Wochen mit Durchsagen vertröstet. Einige sind genervt. Was hatten Sie von der Baustelle da, Mittelrhein, bei der Bahn? Gar nichts. Gar nichts? Nee. Nee, wieso? Ja, weil ich immer zu spät heimkomme, dann zu spät zur Arbeit. Ja. Wie lange sind die Verspätungen? Also gestern war es eine halbe Stunde und heute Morgen der Zug ist ganz ausgefallen. Ganz ausgefallen? Ich denke mal, es ist notwendig wegen der Sicherheit, aber es ist trotzdem lästig wegen der Verspätung. Ja, wie sehr kommen Sie zu spät? Gestern waren es 40 Minuten, heute Morgen nur 8 Minuten. Das war schon eine Tagesform bei denen. Ich bin Berufspendler, ich pendle jeden Tag von Mainz nach Koblenz. Also morgens ist es für mich jetzt schlecht, weil ich da 2 Stunden praktisch mit dem Zug fahren muss von Mainz bis Koblenz. Die Intercity-Züge werden während der Bauphase über das rechte Rheinufer umgeleitet. Verspätungen sind unvermeidlich. Auf dem Baustreckenabschnitt verkehrt vor allem der Regionalexpress und das auch nur im langsamen Tempo, der Sicherheit wegen. Inzwischen ist es 19 Uhr. Der Koloss rollt. Schwelle für Schwelle wird herausgeholt. Unaufhaltsam frisst sich die Krake in den Schotter. Am Zug arbeitet eine binationale Truppe, Polen und Deutsche. Der Zug wurde in der Schweiz entwickelt, nach Polen verkauft, von einer deutschen Firma samt Personal übernommen. Der Arbeitsmarkt, auch bei der Bahn, ist inzwischen globalisiert. Jetzt arbeiten Sie ungefähr schon 2 Stunden. Ja. Wie viele Meter haben Sie bereits geschafft? Das dritte Mal gezogen, eine Länge sind 120 Meter, also sind es 360 Meter. Es ist 7:30 und es gibt Probleme. Das Förderband stockt, Schwellen sind blockiert. Können Sie erklären, was los ist? Verklemmt, die Schwellen sind verklemmt. Alle oder nur eine? Nur eine. Und dann sind es 2. Jetzt wird es doch Schwerarbeit. So, jetzt rum.
Die Schwelle oben umgekippt beim Verladen, ist die zwischengekommen und hat sich nur einmal gedreht. Das ist keine Panne, das kann mal passieren. Beim Ach, davor sowas, ja? Ja, ich denke mal so alle 20 Minuten, 30 Minuten. Komm mal rum an, der Zug rollt wieder. Gegen 21 Uhr rauscht der letzte Personenzug vorbei. Ab jetzt ist die Strecke komplett gesperrt. Jetzt zeigt sich, die Vorarbeiten am Vormittag wurden nur mangelhaft ausgeführt. Viele Schrauben sind nicht gelöst. Die Arbeiter schleifen mit schweren Winkelschleifern die festsitzenden Schrauben ab. Einige lassen sich abdrehen. Das Magnetband schluckt alles. Wenn nichts mehr geht, muss der Schweißbrenner ran. Wie so oft an diesem Abend, auch weil es schnell gehen muss, wird ohne Schutzmaske gearbeitet. Der Zug rollt unterdessen weiter. Kleinigkeiten, die jedoch aufhalten. Gegen 22 Uhr ist die Hälfte des Abschnitts erreicht. Eine neue Schiene wird angeschlossen. Und jeder Schienenneubeginn bedeutet einpassen, festschrauben, damit der Rest langsam einfädelt. Ein Knochenjob. Doch das sehen einige, vor allem polnische Kollegen, anders. Ist es nicht eine zu harte Arbeit? Was meinen Sie? So harte kann man nicht sagen, weil wenn es alles gut organisiert ist, alles ist gut vorbereitet, läuft das alles fast automatisch. Was verstehen Sie denn unter harter Arbeit? Harte Arbeit, das ist, wenn man muss so schwer arbeiten, schwitzen. Und Sie meinen, die Arbeiter hier, die schwitzen gar nicht, ja? Selten. Obwohl wir es kaum nachvollziehen können, es war ernst gemeint. Gegen Mitternacht treffen wir dann in der Tat einen Mann, der hier kaum schwitzt. Die Kollegen nennen ihn nur den polnischen Ferrari-Piloten. In atemberaubendem Tempo jagt er mit seinem Gleitschlitten über die Betonschwellen, schafft ständig neue heran. Er muss aufpassen, auch sein Job ist Millimeterarbeit. Und es herrscht ohrenbetäubender Lärm. Ein Gespräch ist so gut wie unmöglich.